Ich bin überzeugt davon, dass der Inhalt der Stuttgarter Erklärung die klare Position zugunsten von einem vereinten Europa, vor allen Dingen einem Europa, das immer enger zusammenwächst, der eigentliche Triebkraft der Liberalen in Europa war. Und es kommt darauf an, in einer veränderten Situation. Wir haben heute andere Probleme, als wir sie damals hatten in Europa, das Gleiche noch einmal zu tun, nämlich zu zeigen, dass angesichts dieser ganzen Herausforderungen, die weltweit inzwischen geworden sind und sogar über die Grenzen Europas hinausgehen, dass diese Herausforderungen nur bestanden, beantwortet werden können mit praktischen Lösungen, wenn man weiß, dass Europa notwendig ist, dass wir es ohne Europa nicht schaffen. Dazu allerdings bedarf es Arbeit. Man muss zunächst mal diese Probleme richtig sehen, man muss sie formulieren, man muss Lösungen erarbeiten und letztlich muss man den Menschen erklären, warum diese Lösungen weiterhelfen. Das wiederum können nur die Liberalen selber tun. Das kann man ihnen nicht anhand von der Stuttgarter Erklärung beweisen, aber ich denke, dass die Stuttgarter Erklärung der Anfang eines solchen Weges war. Also ich würde mal kühn behaupten, wir brauchen nicht unbedingt einen liberalen Bundeskanzler, um das durchzusetzen. Wir brauchen eine liberale Vertretung im Bundestag. Wir brauchen liberale, starke Vertretungen in den Landtagen, sodass wir über die beiden Organe, die in unserer Demokratie Entscheidungen treffen, nämlich die Landtage via Bundesrat und den Bundestag, so vertreten sind, dass gegen unsere Positionen nichts gemacht werden kann und dass wir mit unseren Positionen die Positionen der anderen so weit beeinflussen, dass man letztlich zu liberalen Lösungen kommt. Dazu braucht man eine starke, kräftige FDP im Bundestag und in den Landtagen, nicht unbedingt einen Bundeskanzler, obwohl ich das natürlich als Weihnachtsgeschenk nicht unbedingt ausschließen will. Für mich ist Solidarität nichts anderes, als was beschrieben wird in den Menschenrechten. Der Ausgangspunkt ist die Würde des einzelnen Menschen. Und hier haben wir ja eine gute liberale Tradition. Liberale sind immer für die Freiheit des Einzelnen eingetreten, für seine Entwicklungschancen, für seine Bildungschancen und natürlich, und das ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen auch, für seine Berufschancen, für die Chancen, sein Leben selbst zu gestalten. Und wenn man dafür sorgt, dass das umgesetzt werden kann, dass Menschen sich bilden können, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können, dass sie so arbeiten und leben, dass es ihnen hier auf dieser Erde gefällt, dann hat man beides. Man hat eine wirkungsvolle, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und gleichzeitig ist man solidarisch gegenüber allen anderen Menschen, die mit einem zusammen in einer solchen Gesellschaft leben können.